Moin, bevor es losgeht mit der nächsten Runde. Die Firma Wargaming hat ja zum Patch oder zur Version 8.0 gleichzeitig auch ein Video rausgebracht, wie wir das erste Mal richtig sehen und verstehen können, wie das Tarnsystem überhaupt funktioniert, was es mit den Häusern und mit den Büschen auf sich hat, was passiert, wenn ich schieße, was passiert, wenn ich mich bewege, einfach nur rumfahre, rumstehe, beziehungsweise die jeweiligen Klassen, Skills und Module dazu. Das Video ist im Link vorhanden. Einfach mal draufklicken und euch anschauen. Ist wirklich sehr, sehr informativ. Konnte ich sogar noch was bei lernen. Also, anschauen und erfreuen, was ihr jetzt an Wissen dazu bekommt. Und nun zur Runde. Bye, bye. Moin, Leute. Neue Runde, neues Glück. Und mal wieder schön Jagd. Panther fahren. Ja, hier sieht man sehr schön, wie die Physik funktioniert und wie man egoistisch durch die Reihen fahren kann, wenn man einen schweren Panzer fährt. So, das Dunkelgrün, was ich bisher drauf hatte, ist so ein bisschen matter geworden oder irgendwie leuchtender. Sieht sehr komisch aus. Ist nicht mehr so stark schwarz, sondern eher gräulich geworden. Nein. Oh, sogar neue Felsen hier. War der vorher auch schon da? Ich weiß es gar nicht mehr. Machen wir erstmal einen Schuss. Oh. Wenn man gleich 400 Schaden abzieht, ist natürlich cool. Ah, so muss das sein. Wir haben zum Glück keine Arti, das heißt, ich kann hier ein bisschen auf dem Acker rumstehen. So, mal schnell vorheizen. Nehme ich doch gerade mal den Busch hier. Wo steht der denn Pershing denn? Irgendwie etwas weiter oben. Boah. Ja, irgendwie kann ich nicht ran. Ah, jetzt kommt schon. Okay. Das war einfach nur ein Fail-Schuss. Sounds sind immer schöner wie beim letzten Mal. Ja, den da zu treffen, an diesem 1 mm, ist vermutlich sehr unwahrscheinlich. Was wir machen können, wir den abwarten. Vielleicht stellt er sich ja irgendwie falsch hin oder kommt nach vorne. Oder wenn er irgendein anderes Ziel, den da zum Beispiel. Ja, toll. Dann wieder 0% Hit. Kennen wir ja. Kann natürlich sein, dass mir die Kanone da irgendwas getroffen war. Kann aber auch sein, dass nichts passiert ist. Ja, hat mir die Seite gezeigt. Das knallt ja hier. Wenn man das mit Headset spielt, ich habe so ein 5.1 von Speedlink, Medusa. Schon alt, aber es funktioniert. Es hat mehrere Lautsprecher drin in der Ohrmuschel, da hören die Sounds sich richtig geil an. Oder halt auch eine 5.1-Anlage, wenn man da irgendwie noch Geld für hat. Kracht das umso mehr. Das freut dann die Nachbarn. So, was passiert jetzt hier? Hier passiert nichts. Der Norden ist ganz gut besetzt, selbst im Süden konnten sie richtig drücken. Scheinbar ist da keine große Gegenwehr und der Gegner macht einen auf Landing Train. Alex 12 kriegen wir dann nicht, oder? Nee, da ist irgendwie ein Felsen im Weg. Was haben wir denn noch? C28, ne, der wird irgendwo hinterm, ja genau, hinterm Berg hängen. Auch nicht zu erwischen. Oh, hier. Na, wird das was? Naja. LKW im Weg. Die 1000 Credits hätten sich nicht gelohnt. Zumindest hätte ich für den LKW keine XP bekommen. Oh, hier. Ein AMG. Der Schuss ging irgendwo sonst wohin. Ich hänge hier ziemlich schräg. Mein Gott. Ich rutsche nicht runter. Ja, noch besser kann ich nicht. Wirkungstreffer. Auch nicht schon wieder. Ein 0% Hit. So, jetzt aber. Wir haben sie. Oh, endlich, ey. Das waren jetzt 4000 Credits. Und 32 Lebenspunkte hat es mir nur eingebaut. Das ist nicht viel. So, Tiger Pio, dich kriege ich hier auch nicht. So langsam schmilzt mein Support auf der Seite hin. Machen können. Ich könnte ein bisschen aufklären. Aber ich fahre nicht zu weit. Kein Bock hier irgendwie da alle Schüsse abzubekommen. Ja, der kommt da hinten immer noch. Komme ich da vielleicht ran? Da ist wieder dieser Millimeter. Ich
glaube nicht. Der rührt sich aber auch kein bisschen. Und ich will es nicht wagen. Schön zu beobachten. Oh, jetzt traut der KVIS sich vor 1S. Mein Gott. Und hier hat es einen T-34 auseinandergehauen. Ja, der Jagdplan ist abgelegt. Und zum Spinnen am Felsen, das könnten wir nutzen. Die 29 kriegen wir auch nicht. Der hängt irgendwo hinterm Berg. Jetzt bin ich aber auch mitten auf dem Acker. Das ist auch gefährlich. Aber der da oben ist, glaube ich, mit dem IS beschäftigt. Ja. Na, mal gucken, was das hier gibt. So, komm, komm. Oh Mann, ich habe auf die Kanone gezählt. Aber ist nicht durchgegangen. Also schon, aber nichts passiert. Ja, das war anders. Der kam gar nicht. Möglichst unten in die Wanne. Ich werde beschossen. Und ein paar Panzer stehen. Die beschießen sich ein bisschen. Autsch. Komm, mach ein Blatt. Lad nach. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Wir haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Toll. Reparaturkit verbraucht. Du rundest. Kommandant verwundet. Wir haben sie voll erwischt. Können wir da erstmal zurückbekommen. Oh, hier geht der Felsen nach hinten runter. Was eine Deckung. Kommandanten heilen. Nochmal 6000 Credits weniger. Wir müssen jetzt aber nochmal ein paar Kills her. Aber ich werde hier Teufel tun und vorfahren. Sollen die anderen da oben mal aufklären und die ablenken. Der Schuss da genau unter der Kanone rein. Und der andere irgendwo in die Seite. Ah, hier unten. Okay. Ja, passiert denn noch was? Fahrt ihr mal vorwärts? Die trauen sich alle nicht. Ich hatte vorhin ein Match gehabt. Das war die Karte mit dem Fluss in der Mitte. Keine Ahnung, wie die heißt. Und wo auf der einen Seite diese Burg ist. Dann kam die 50-2 an. Und ja, man hat ja die drei Brücken im Norden, Mitte und Süden. Ich stand ganz im Süden. T-50 kommt an, keiner killten. Konnten zwar einmal treffen. Was macht T-50? Versucht über den Fluss zu springen. Hat er natürlich nicht geschafft, weil es natürlich gerade der Abhang runter. Stand dann noch für ein paar Sekunden im Wasser und war dann tot. Ist dann erst offen. Ein schnelles Ende. Konnten wir dann im Chat nur noch LOL schreiben. So, jetzt habe ich mich mal weiter angeschlichen hier. Wir vor uns sind abgelenkt, der KV-1S hinterm Felsen und der KV, der andere hier, der in Rechte mit wenig Lebenspunkten, kommt jetzt vielleicht in meine Richtung irgendwie. T-43, Du hast noch 1000 Lebenspunkte. Du hast da nicht viel getan. Was ein bisschen blöd ist, man bleibt an jedem bisschen kleben hier. Also wenn man eine Hauswand steht oder also im Felsen. Den haben wir fertig gemacht. Dann hängt man da durchaus mal fest. Man muss wirklich erstmal den Millimeter rückwärts setzen. Das ist schon bekloppt. So. Oh, hier kann man sogar treffen. Mensch, jetzt kann ich. Erwischt. Eine Brandte sogar. Schön. Wir haben nur noch zwei Panzer. Ein KV 2 und ein T28, der von vorhin. Da, schon mal der KV. Problem ist, wo hängt der T28? Ist er immer noch an derselben Stelle oder hat er sich vielleicht auf den Berg da oben verzogen? Das habe ich leider nicht beobachten können. Denn im Süden hat sie auch nicht viel getan. Stehen immer noch an derselben Stelle. Na gut, wir probieren es einfach mal. Jetzt hat der für ein Tor. Der schnattert ja voll leise. Was sind das für komische Geräusche? Das ist sehr merkwürdig. Vielleicht höre ich auch nur die. Ah, hier ist er. Da komme ich irgendwie nicht ran. Der wird vermutlich auch nach vorne sein. Er macht erstmal noch einen schönen Kill. Wow, da wird ein bisschen Schaden gemacht. Tja, ich weiß nicht, wo ich mich langfahren soll. Die bewegen sich keinen Zentimeter.
Die haben schon gut Schaden bekommen. Hier vorne rum ist aber auch gefährlich. Ich könnte den Berg hier hochfahren, aber ich glaube, das ist zu steil. Das wäre ja auch zu schön gewesen, oder? Oh, das geht nicht. Na, die bauen es da nämlich nur auf. Das ist gar nicht so schlecht, das Vieh. Wenn es nicht so langsam wäre. Ah ja, wenn der so lange beschäftigt ist, dann fahre ich mal hier durch die Gegend. Oh nein, ich komme nirgends mit hin. Ja, verdammt. Ich hätte gleich von der anderen Seite anfahren sollen. Na, rutsche ich mal eine Runde runter. Und probiere es einfach mal bei den konventionellen Weg. Wie viel Leben hat er nicht mehr? Oh oh. Schaden gemacht. Kommando, Luke. So, jetzt aber. Nochmal. Oh, ich habe 0% bekommen. Aber dein Vollknopf war nichts. Nein, ich habe Auto-Aim an. Warum das? Und warum zerstört? Weil mich irgendjemand blockiert hat. Ey. Mein Gott. Diese Nichtsnutze hier. Es hat so schön geklappt mit hin und her fahren. Naja. Ist halt so, ne? Kann man nicht ändern. Aber dieser blöde 0% am Ende, das hätte nicht sein müssen. Hätte ruhig Schaden draus werden können. Gut, ein verpatzter Krieger. Aber wiederum eine schöne Runde